Wie heißt du? Ich bin Hermann Färber. Woher kennt man dich? Man kennt mich von den Plakaten, die derzeit gerade überall an der Straße hängen, vom Wahlkampf her. Man kennt mich vom Bundestag her. Man kennt mich aus meiner ehrenamtlichen Tätigkeit hier seit vielen Jahrzehnten im Kreis Köppingen. Was machst du so? Ja, wie gesagt, ich bin Mitglied im Deutschen Bundestag und bin dort in den Ausschüssen Ernährung und Landwirtschaft, im Ausschuss für Umwelt und Naturschutz und im Petitionsausschuss. Welche Serie hast du zuletzt auf Netflix gestreamt? Gar keine. Was ist das letzte Geschenk, das du verschenkt hast und an wen? Eine Blume an meine Frau. Auf welches Bundesland könnte Deutschland verzichten? Auf gar keins. Findest du es richtig, dass das Krankenhaus in Geislingen geschlossen werden soll? Nein, das finde ich nicht richtig. Sollte das Müllheizkraftwerk zukünftig mehr Abfall verbrennen? Das Müllheizkraftwerk sollte den Abfall verbrennen, den man braucht, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Hast du ein verstecktes Talent? Wenn ja, welches? Ach, da fällt mir jetzt gerade nichts ein, was versteckt wäre. Meine Talente, die versuche ich auszuleben. Du darfst einen Tag jemand anders sein. Wer wärst du gerne? Meine Frau. Wie hoch sollte der Mindestlohn sein? So wie die Tarifparteien ihn vereinbaren. Wie reagierst du, wenn ein Freund frauenfeindliche Witze reißt? Dann lache ich nicht drüber. Lieber mit Attila Hildmann im Aufzug stecken bleiben oder mit Michael Wendler? Weder noch. Für was stehen die Buchstaben NFB? Für Ihre Firma. Minarette in Deutschland, ja oder nein? Nein. Bist du Jäger oder Sammler? Jäger. Was machst du, wenn du einen Lottoschein auf der Straße findest, der dir einen Gewinn von 10 Millionen Euro beschert? Ich versuche, den Besitzer, den Eigentümer zu finden. Cannabis legalisieren, ja oder nein? Nein. Was würdest du deinem alten Chef raten? Auf junge Menschen zu hören. Was willst du mal werden? Alt. War es richtig, sich am Afghanistan-Krieg zu beteiligen? Ja. Ist das 1,5-Grad-Ziel noch erreichbar? Das ist noch erreichbar. Was ist dein Lieblingssong? Irgendwas von ABBA. Dann sing mal. Nee. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Der beste Ratschlag ist, nicht aus Angst zu agieren. Wann hast du das letzte Mal gelogen? Da könnte ich mich nicht dran erinnern. Impfen, ja oder nein? Ja, natürlich. Bedingungsloses Grundeinkommen, ja oder nein? Nein. Markus Söder oder Armin Laschet? Beides gute Männer. Wer wird Bundeskanzler oder Kanzlerin? Armin Laschet. Was wünschst du dir für Deutschland? Dass unsere Gesellschaft wieder zusammengeführt wird, dass sie zusammenfindet und nicht immer weiter gespalten wird. Thank you.